Einen wunderschönen Tag, willkommen, mein Name ist Lost Talks LP, willkommen zur ersten Folge von Wer bin ich? Heute mit Ray alias Prosecco und mit Brooke. Oh. Jawohl. Wie gesagt, bei der Folge geht's darum, dass eine Person dem jeweils anderen einen Champion gibt und der versucht mit Fragen, wo man mit Ja oder Nein beantworten kann, den Champion herauszufinden. Hierbei wird, wie gesagt, auch wie den anderen Videos eine Strafe zufolge ermittelt, denn bei der Strafe handelt es sich darum, dass die Person in einem Ranked die Position der Maus und Tastatur vertauschen muss. Als Beispiel führt sie die Maus normalerweise mit der linken Hand führen, führt sie das in dem Ranked mit der rechten Hand. Und umgekehrt. Deswegen, wie gesagt, ich bedanke mich, wie gesagt, an Brooke und Ray für die Aufnahme und dann wird das halt so verlaufen, dass Brooke Ray den Champion vorgibt, dass Ray mir den Champion vorgibt, beziehungsweise ich Brooke. Wie gesagt, Ray beginnt heute mit der ersten Runde von Wer bin ich? Und fragt nach seinem Champion, den er von Brooke bekommen hat. Bin ich männlich? Nee. Schade, Mist. So, das heißt, dann bin ich dran. Bin ich männlich? Ja. Bin ich ein Champion, den man hauptsächlich auf der Toplane spielt? Ja. Bin ich ein Bruiser? Nein. Ja, dann ist es Brooke. Bin ich männlich? Nein. Okay. Dann bin ich wieder dran, oder? Ja. Okay, in diesem Fall bin ich wahrscheinlich dann weiblich. Ja. Mhm. Spiele ich auf der unteren Linie hauptsächlich? Ja. Okay. In diesem Fall ein AD Carry. So, meinst du mit unterer Rolle jetzt AD-Carries oder was? Ah, wait, stimmt, ich könnte auch Support sein. Ja, sein. Du hast nach in unterer Linie gefragt. Bin ich ein Supporter? Ja. Okay. Bin ich klein? Ja, schon. Schon? Also mit klein meine ich eher die Lulu-Champs, also so eher Lulu. Vega Champs, wie heißen die nochmal? Jordels. In TFT? Jordels, genau. Jordel. Bin ich ein Jordel? Glaub schon, dass du dazu gehörst. Denke ich schon, ja. Ja, ja. Okay. Klein, Jordel, weiblich. Dann sollte ich doch Lulu sein, oder? Nee. Ach, Mist. Ja, dann bin ich wieder dran. Ne? Wie gesagt, ich bin anscheinend männlich. Kein Bruiser, aber auf der Toplane zu finden. Genau. Bin ich ein Tank? Nein, leider bist du kein Tank. Ich hatte gerade schon gefragt, ob ich männlich bin, ne? Und da hast du Nein gesagt. Bin ich weiblich? Ja. Werde ich auf der mittleren Linie gespielt? Nein. Okay. Also ist nicht deine Main-Rolle. Also alles andere würde mich wundern. Also deine Main-Position. Also weiblich, Jordel klein, Supporter. Was gibt's da denn noch? Wait, es gibt Rell, es gibt. Also Rell ist nicht so klein, aber obwohl doch, sie ist glaube ich schon klein, einfach auf einem Pferd, das sie halt groß macht. Ah, wer gibt's sonst noch? Oder ist es Rell? Nee. Nee? Okay. Okay, nicht wieder dran. Ich bin kein Tank, ich bin kein Bruiser. Nein. Ja, du meinst ja. Du hast ja gesagt, das stimmt. Also ja, nein. Ja, nein. So, das heißt, ich werde ich auf AD gebildet. Nee. Nicht AD. Okay. Ich bin weiblich, werde nicht auf Mitte gespielt, werde ich auf der unteren Linie bespielt? Nein.
Also, okay, jetzt Fokus. Weiblich, Supporter, klein. Es ist nicht Lulu, es ist nicht Rell. Alter, ich spiele schon seit 5 Jahren und mir fallen keine anderen Champs ein. Wait, Jenna gibt's noch, aber die ist eigentlich relativ groß, finde ich. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, ob das zu Yordle gehört, aber ist klein. Okay, ist okay, klein. Okay. Also Lulu klein. Ja. Okay. Wait, Jenna, Soraka, Nami. Ah, die sind aus meiner Sicht eher größer als Lulu. Was für E-Girl-Supporter gibt's noch? Da bin ich bescheuert. Also Nami? Nami Sachen? Nee. Fuck. Thomas ist ja dran. Ja, ne? Ja. Das heißt, man baut mich auf AP. Ja. Okay. Ich bin ein männlicher. Wer ist denn männlich und AP? Den man auch auf der Top. Vladimir spielt man halt auf der Midlane. Kann auch Top. Ja, ja, deswegen. Vladimir auch als Toplane zählen. Ich überlege gerade, wen ich halt theoretisch auch auf der Toplane. Swain? War das jetzt eine Frage oder nicht? Das ist. Ich denke gerade nur vor mich hin. Also, das habe ich jetzt. Bin ich so groß wie ein Yordle? Ja. Baue ich gerne Türme? Türme? Nein. Ja, damit ist Heimerdinger gemeint, meint er. Ah, nee. Also ich bin feminin. Ich bin nicht auf Mid- und Birdlane zu finden, bin ich ein Toplaner. In der Regelmäßigkeit nein. Okay. Also Fokus jetzt. Try hard. Okay. Klein weiblich Supporter. Wer gibt's sonst noch außer Lulu? Rell ist es nicht, Nami ist es nicht. Jen auch nicht, Soraka eigentlich auch nicht. Die sind relativ groß gewachsen. Was für ein Supporter gibt's noch? Der Nautilus kann es auch nicht sein, natürlich. Treasure? Hä? Was gibt's denn noch für weibliche Supporter? Bist du sicher, dass der Supporter weiblich ist? Ja. Ja, also, was heißt weiblich in dem Sinne? Ja! Ja! Dass er Geschlecht hat! Ja, biologisch weiblich. Was heißt biologisch weiblich? Wir haben Titten und Muschi. Das schneide ich raus. Ja. Also, ja, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Also, es ist nicht sozusagen weiblich. Ich dachte, das zählt zu weiblich. Also, wie weiblich dann? Also kann das auch ein S sein? Ja, genau. Also, es ist so. Also für mich ist das, ja gut, also wenn du das ins Englische ziehen würdest, wäre es wahrscheinlich ein It. So will, also ein ungeschlechtlicher Botlane-Supporter, wo man denken kann, er ist weiblich. Ja, genau. Und und es ist klein. Ja. Ja. Okay. Ja, tut mir leid, eigentlich zieh ich das zusammen. Okay. Ja. Es. Also überleg gerade. Kein Eager-Support. Oh, ich kein weiß Classic, es! Kein Classic Eager-Support. Ich weiß es! Ich frag auch mal. Ja, weiß ich nicht. Es ist. Okay. Bin ich Long-Range-Support? Brooke, das ist schwer zu antworten, oder? Das ist tatsächlich schwer zu antworten. Also, andere Frage. Habe ich eine hohe Auto-Attack-Range oder nicht? Nein. Also, nein, die normale Auto-Tech nicht. Nein, nur Auto-Tech. Das heißt Fähigkeiten wahrscheinlich schon in diesem Fall, aber das war nicht meine Frage. Also, was würdest du als hohe Auto-Attack-Range sehen? Ja, einfach alles, wo du nicht in Melee-Range gehen musst. Ja, dann hast du eine normale Auto-Attack-Range, also ja, bist ein Range-Champion. Ach so, okay. Alter.
Ein Ace. Der einzige Champ, der für mich ein Ace ist, ein It-Champ, wäre für mich Rek'Sai. Und halt all die Void-Champions eigentlich fast. Jetzt stell vielleicht mal andere Fragen. Also, du hast ja gefragt nach männlich, weiblich und... Okay, bin ich ein Heal-Champion? Ja. Okay. Ein Heal-Champion. Heal-Champions haben wir Lulu, Soraka. Weil dann ist es Soraka. Ist das deine Antwort? Das war meine Antwort, aber anscheinend ist es auch falsch. Aber die ist auch nicht klein, das stimmt ja. Und die hat ein Horn halt. Ja, egal, whatever. So, ich glaube, ich hab meins, glaube ich. Wie gesagt, ich männlich kein Bruiser. Bin Toplaner, kein Tank, kein AD. Ich bin klein wie ein Yorl, das heißt, ich bin Vega. Nein. Hä? Das ist doch fast doch alles zu Vega. Wo spielt man Vega auf der Toplane? Eine Tank-Vega? Aber es ist kein Tank. Scheiße. Ich denke, dass ich mir Five Fett. Ja, dann bin ich wohl dran, ne? Also für Feminin. Für Jungler. Ja. Für Jungler und Feminin. Mich Diana. Nein. Okay. Hey, wie kann ich denn sein? Er ist denn ganz klein und macht AP Damage und ist nicht tanky. Ja, man darf aber nicht die Champions jetzt recherchieren, oder? Nee. Nee, also vom Kopf aus, ne? Okay. Deswegen habe ich meinen Arm auch ganz halt in meinem Rücken. Sein Ace und Heil Champion. Heil Champion, Tsunami, Soraka. Oder bin ich bescheuert? What the fuck? Nami, Soraka? Ich hab's glaub ich. Wir fallen keine anderen ein, Alter. Ja, wer kann ja noch spielen? Ja, keine Ahnung. Ich bin OTP, ich kenne keine andere Champions. Da fragt doch keine Ahnung nach Damage, nach Spells oder. Ey, jetzt lass mich überlegen, Thomas. Nicht so hektisch, bitte. Ich muss jetzt überlegen. Das ist sehr knifflig für mich. Haben wir einen Delfin hier, oder? Mann, Alter, wer hielt denn sonst noch? Und ist klein. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Es muss Yumi sein. Ja, ist Yumi. Alter, ich bin so bescheuert, Alter. Das ist doch next level. Ja, und eine Katze ist weiblich. Ein Kater wäre männlich. Ja, die ist ja safe weiblich. Ja. Ja, es kann ja sein, dass du das als Katze ja auch als Tier aufnimmst, oder es ist nicht weiblich. Ja, du? Aber eine Katze ist ja eine weibliche Form. Ja, stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ist ja kein Kater. Bin ich boostet, Alter. Egal, let's go. 2 Punkte. Easy, ja, klar. Jetzt geht's noch. Komm schon. Ich habe wahrscheinlich nur eine Chance. Was ist denn... So, es geht noch weiter. Ja, ja. Wir müssen ja noch... AP. Klein. Wer ist klein und macht AP? Ich gehe mal gerade auf Anivia, nein. Ich gerade das Alphabet durch. Okay, bitte. Ist mein AP-Toplaner auch in der, also... Das ist ein Champion mit auch einer hohen Pick-Rate. Also ist einer beliebter Champion. Beliebt würde ich nicht behaupten. Okay, scheiße. Okay, ich bin Jungle Champion, ich bin feminin und ich bin nicht Diana. Den gibt's da noch. Werde ich auf AD gebaut? Nein. Also ist nicht das perfekte Item-Bild auf ihr. Ich sehe da eher ein anderes Item-Bild davon. Okay. Es ist nicht beliebt. Männlich. Es ist kein Tank. Es gibt doch eigentlich kaum männliche Top-Laner, die AP-Schaden machen, oder?
Und die Alter, bist du Silber-Elo oder wie? Aber vor allem die Kleinen sind. Ja, so viele gibt's ja nicht. Ja, deswegen ja, ich bin gerade auf dem Schlauch. Klein. Klein und unbeliebt. Ja, das weiß ich. Wer ist klein und lästig? Er ist fucking klein und lästig. Bruder, du weißt es 100%, oder? Hm? Du weißt es 100%. Ja, nur unbeliebt gesagt hast, ja. Und euch. Nee. Er hat es ja gerade geliebt, aber... Ich glaube, jeder kommt drauf, wenn man unbeliebt sagt. Mhm. Ah! Ich hab ein Brett vorm Kopf gehabt! Setz ich mit der Ulti Pilze. Ja. Bin ich Timo. Ja, Thomas, bravo! Ja, let's go! Komm, lass mal Brook noch zu Ende raten. Mhm. Also, ich mach keine Adi-Damage, muss ich ja AP machen. Ich hab auch keine Ahnung, wer du bist. Ja, eher, du brauchst eher AP als AD. Danke, AP und. Weiblich, ja. Und was noch? Im Dschungel? Ja. Ja. Bin ich Sejuani? Ja. Oha. Boah. Oha. Voll random. Aber ich. Das will ja auch nicht AP gebaut werden, so ein Tank. Ja, deswegen, ich hab ja gesagt, wenn, dann eher AP als AD. Ja, das ist schon fair. Stimmt. Ja, gut. Ja, nice. Habe ich die Runde verloren. So, das war Runde 1. Beziehungsweise das war's mit dem. Mit dem Wer bin ich vom Vinet Content Creator Team mit Ray und mit Brooke. Also, ich bin nicht männlich und nicht weiblich. Bin ich ja sozusagen.